Afrika Cup Viertelfinale. Nigeria gegen Südafrika. Nigeria gewinnt das Spiel 2 zu 1. Verdient ist es ganz klar. Erstmal zum Spielverlauf. In der 27. Minute macht Chukwuemeka C das 1-0. In der 71. Minute gleicht Südafrika aus durch Tsungu. Und in der 89. Minute Trost Ekong mit den 2-1. Die Befreiung ist auch, wie gesagt, verdient, denn Nigeria hat 11 Schüsse in Richtung Tor, Südafrika nur 5. Nigeria hat 4 Schüsse aufs Tor, Südafrika nur 2. Also bei den Schusssachen ist es eindeutig verdient, aber Südafrika hatte 61% Ballbesitz, mehr Pässe, ungeheure Passgenauigkeit, war obendrein von, hat, also als, sie haben weniger gefoult, was man loben muss, aber dabei haben sie 4 gelbe Karten bekommen, während es Nigeria nur 22 Mal gefoult hat. Und dabei eine gelbe bekommen hat. Also öfters gefoult, aber nicht so harte Fouls. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, es ist verdient, denn Ballbesitz alleine bringt dir nichts. Du kannst ja im Endeffekt 80 Mann die Verteidigung gefühlt stellen und hinten die ganze Zeit rumpassen, so wie Hertha. Muss man aber nicht. Man kann nämlich auch mit wenig Ballbesitz Tore schießen, hat Nigeria gemacht. Und damit ist Nigeria auch verdient weitergekommen. Und damit steht Nigeria im Halbfinale. Glückwunsch an Nigeria. Ja. Südafrika hat auch ein gutes Turnier gespielt, aber ich bin der Meinung, Südafrika war in den Spiel der Favorit und hätte weiterkommen müssen. Sie haben jetzt gegen Nigeria verloren und sind damit im Viertelfinale rausgeflogen. Glückwunsch an die bisherigen Halbfinalisten Senegal und Nigeria. Glückwunsch.